Ja, ich glaube, wir haben ein super Auswärtsspiel abgeliefert, haben viel von dem umgesetzt, was wir uns vorgenommen haben, was der Trainer unter der Woche angesprochen hat. Und deswegen ist immer super happy, dass wir einen ersten Auswärtssieg eingefahren haben in der Saison. Und mir hat Spaß gemacht auf dem Platz. Haben im Kollektiv gut verteidigt, aggressiv verteidigt. Mal weiter vorne, mal weiter hinten. Das war der Plan, dass wir eben, wenn wir nach hinten gehen und kompakt stehen, das ist uns gut gelungen. Wir waren sehr aktiv in den Zweikämpfen. Und natürlich eine spielstarke Mannschaft wie Leverkusen versucht dann natürlich rauszuspielen. Und wenn du dann aggressiv bist und die Bälle eroberst, hast du halt viele Räume hinter die Kette. Wir haben es vor der Partie angesprochen, dass wir gut reinkommen müssen, dass wir auch Gegenball hart arbeiten müssen, dass jeder für jeden da ist, in die Zweikämpfe fliegen und wir haben gut verteidigt und dass wir offensiv für Spektakel sorgen können und mutig Fußball spielen. Ich glaube, das weiß man und dann kommt es auch ab und zu so schönen Toren wie heute. Das ist unsere Philosophie und das müssen wir halt eben auf dem Platz kriegen. Und wenn wir das immer auch gegen solche Mannschaften wie Bayer Leverkusen hinbekommen, ja, dann wird es schwer, uns zu schlagen. Augsburg wird ein komplett anderes Spiel. Haben jetzt eine Woche Zeit, uns auf den Gegner vorzubereiten. Werden wir, glaube ich, wieder gut machen. Und dann wollen wir in den Lauf kommen und die nächsten drei Punkte einfahren.